Transformation von Information in Nichtinformation und von Nichtinformation in Information. Transformation von Bewegung in Bewegung und Energie in Energie. Seltsamerweise behaupte ich, dass es nicht so seltsam ist, dass es nur Transformation gibt und es noch nie einen gegeben hat, der bei dieser Transformation transformiert wurde. Es gibt keinen Einzelnen, der transformiert wurde. Es gibt nur unendliche Transformationen. Und über dieses Geben kann man sich ja auch streiten. Gibt es die Materie? Und wie lange gibt es sie dann? Sie gibt es wohl in einem zeitlich erfahrbaren Rahmen. Anhand des Erfahrenden definiert. Doch wer erfährt den Erfahrenden? Die Wahrnehmung ist nötig, dass der Erfahrende in ihr auftaucht. Also der Inhalt, das Beinhalten und das, was den Inhalt beinhaltet, sind immer gemeinsam und können sich nicht voneinander lösen. Vorstellungen, wie die Welt zu sein hat, sind einfach nur Vorstellungen, ob schöne oder schlechte. Ob sie etwas daran ändern, dass die Welt nie stillstehen wird, bis sie sich wieder in Licht transformiert. Ja, grün oder rot? Sonst geht es nicht aus. Und wenn es ausgeht, dann geht es auch wieder an. Guten Morgen. Morgen. Auf wunderschön schauen.